Eins und eins ist zwei. Zwei und Servus Erik, schön, dass du anrufst. Ich habe gerade Rechenübungen gemacht. Das mache ich oft so in der Früh. Ganz komplizierte Sachen. 4000 die Quadratwurzel, so ein bisschen um das Gedächtnis anzuregen. Ja, die Einserreihe ist was für kleine Kinder. Deine Mutter hat schon wieder Geburtstag. Ja, okay, ich helfe dir natürlich. Naja, sicher, Erich. Das mache ich ja gern. Okay, dann bis gleich, Erich. Vielleicht machen wir. Ah, Kaffeepause machen wir heute keine. Okay, passt, bis gleich. Der Erich hat mich gerade angerufen, seine Mutter hat schon wieder Geburtstag. Also er weiß gar nicht, wie alt sie eigentlich ist, weil sie schon so oft Geburtstag hat. Er kommt jetzt, sie hat so einen Stromzähler und den werden wir verbauen. Die alte Abdeckung ist aus dem Jahre 1870, da muss gerade der Strom erfunden worden sein. Und wir verbauen das jetzt. Ein burgenländischer Stromverdeckungs. Hallo Erich, bist schon da? Servus! Servus, ich habe da was mitgebracht. Wow, was ist das? Na, Hosenträger. Du verbringst da mehr Zeit mit den Hosen raufziehen als mit dem Arbeiten. Und da haben wir gedacht, dass heute ein bisschen was weitergeht, weil so viel Zeit habe ich nicht. Kannst du dir gleich Hosenträger anmachen? Danke, Erich. Muss ich dir gleich raufgeben? Naja, das tust du nur immer den ganzen Tag Hose raufziehen. Aber die Jacke ausziehen ist jetzt auch blöd, weil es kalt ist. Puh, die sind glaube ich zu kurz, du hast schon zu lange gestört. Nein, das geht schon so. Ah, jetzt geht's. Das ist super. Wie ist das jetzt? Kann man ja nachstellen. Passt das so? Ja, schön. Okay, gehen wir es an, oder? Der erste Teil, das Holz ablängen. Ich halte ehrlich, oder? Wenn alles abgelenkt ist, wird abgerichtet. Nach dem Abrichten und Kantenabrichten wird jetzt dicken gehobelt, das ganze Material auf eine Stärke gebracht. Dann werden wir es mit der Formatkreissäge formatieren, also alles auf die Breiten zuschneiden und dann werden die Kanten nochmal ausgehobelt. Also die Stärken der Flächen hobeln wir jetzt schon aus. Dann ist das viel leichter, wenn man im Nachhinein die Streifen runterschneidet, die man braucht, weil man nicht so oft durch die Hobelmaschine durchlassen muss. Jetzt hobeln wir, oder, Jari? Erich, magst du den Aufriss? Also, ich habe keine Brille mit, ich kann das nicht sehen und jetzt, ich halte lieber den Karl August. Okay. Karl August, magst du den Aufriss? Ich glaube, er will auch nicht. Eins ist noch. So, jetzt wird gespitzt, dass der Strich halbwegs passt. Wir haben eine Höhe von 101 cm. So hoch muss das ganze Zählerkasteldürl werden. Hier schreibe ich her Höhe. Dann haben wir die Frieserbreite, machen wir 8 cm. 8 cm. Dann reiße ich circa die Stärke an. Die hat 2 cm, 21 mm. Und jetzt brauche ich aber was Langes, Gerades. Überlappen lassen wir das Ganze 8 mm unten und 8 mm oben. Das reiße ich mir auch an. Dann mache ich mit dem Winkel einen Strich und dann Auge mal Pi, 2 cm geht die Höhe ganz durch. Das sind unsere Teile und so kann ich jetzt messen ohne Problem, wie lange die aufrechten sind. Das sind 87 cm, die brauchen wir viermal und zur Gegenkontrolle nochmal 101 hat der Zählerkasten in der Höhe außen. Da brauche ich das zweite eigentlich gar nicht. Ich schreibe hier Höhe her. Und jetzt kommt hier oben die Breite her. Die Breite ist hier einen Strich und 91 cm hat das Ganze. Dann 8 cm ist die Stärke. Am besten man hält bei 18 an und macht bei 10 einen Strich. Geht das viel besser.
wie wenn man mit dem Eisenteil hier anhält. Das wird meistens nicht. Also ich kann jedem nur einen Aufwuchs empfehlen, oder Erich, was sagst du? Ja, da kann man sich nicht mehr irren. Genau, weil das ist 100%, man kann sich das immer ablesen. Also wir lesen nichts ab, wir sind Profis, oder? Okay, wir lesen eigentlich permanent ab. Oh, ein Fremder. Jetzt wurden wir kurz aufgehalten, es war Besuch hier, aber jetzt geht's schon wieder weiter. Und jetzt reißt sich mir an die Tür. Zack, hier 8 mm, hier das ist die Verkleidung und hier springt das Türl jetzt 8 mm vor. Hier werden wir einen Falz dann einfräsen, aber das ist jetzt momentan egal. Hier dasselbe, 8 mm und hier. Und in der Mitte muss es ja natürlich aufklappen und zuklappen. Dann ist hier genau die Mitte von 76,6, die Hälfte. Ist 35,38,3. Also hier ist genau die Mitte vom Türl und der Falz soll sich dann hier raus bewegen und hierher quasi. Dann ist dieses eine Türl ist um diese 5, 6, 7, 8 mm breiter das Fries. Also wenn wir jetzt, das Fries ist ja hier strichliert, muss man sich vorstellen. Das ist ja von oben gesehen. Also hier, das hat 8 cm hier, aber strichliert, weil oben das da quer geht. Oder wir machen einen Mittelschnitt, sagen wir, dann ist das genau so. Und hier, dieses Teil muss von hier aus 8 cm haben. Von hier aus 8 cm. Dann hat das hier, um diese, und hier ist noch ein wenig Luft, und hier ist noch ein wenig Luft. Dann hat das hier um diese 5, 6 mm dieses eine Fries mehr Breite quasi. Und jetzt werden wir die ganzen Teile herausschreiben. Man kann hier auch die Füllungen gut herausschreiben. Wenn ich jetzt davon ausgehe, dass ich hier die Nut mache, die Nut kann ich freihand einzeichnen. Das ist relativ egal, weil wir das sowieso anpassen dann. Aber hier kann ich jetzt einzeichnen mein 8 cm Fries. Was hier ist dann die Nut und die Tiefe der Nut werden wir mit 8 mm wählen oder Zentimeter. Zentimeter habe ich jetzt gezeichnet, das lassen wir gleich. Dann kann ich hier genau die Füllungsbreite herausmessen. Mit Luft, weil es arbeitet, 5 mm Luft auf dieser Distanz und hier geht dann die Füllung heraus. Und hinten geht sie gerade durch. Ist das schön zu sehen? Ich werde jetzt die Materialliste rausschreiben und dann geht's los. Zuschnitt von den Rahmenteilen und den Füllungen. Wie gesagt, auf Dicke alles gehobelt. Jetzt haben wir den Zuschnitt gemacht. Also zuvor den Zuschnittplan, haben uns die Teile rausgeschrieben. Das Ganze sieht dann so aus. Und dann haben wir die einzelnen Teile. Jetzt weiß ich, wie breit diverse sein müssen. Wo der Falz ist, ist eines breiter. Und jetzt haben wir quasi die Breite geschnitten, jetzt werden wir es genau hobeln. Also ich habe es um 7-8 mm breiter geschnitten, damit wir beidseitig noch hobeln können mit der dicken Hobel. Dann ist das eine schöne Kante und dann wird abgelenkt. Dann kommt Schlitz und Zapfer dran. Beim Hobeln nehme ich euch jetzt nicht mit, das haben wir vorher schon gesehen. Da ist es so kalt und ihr seid im Wohnzimmer gesessen, habt zugesehen. Wir waren herinnen, ihr habt euch wieder abgedeckt, weil vorher wart ihr zugedeckt, wie wir draußen waren, weil es ja draußen kalt ist. Jetzt liegt ihr abgedeckt wieder im Sofa, schaut zu und jetzt gehen wir wieder in die Kälte hinaus hobeln. Da müsst ihr euch wieder zudecken und das will ich euch nicht antun. Daher bleibt abgedeckt. Erich, machen wir das alleine in der Kälte? Ja. Die ganzen Längen, die wir brauchen und das lege ich gleich extra, dass ich weiß, was wo ist. Also das Kurze ist da quer. Ich könnte aber den Rahmen extra legen, dann weiß ich, also die Verkleidungen, damit ich mich besser auskenne. Obwohl bei einem Zählerkasteltürl, ich glaube, dass... Ich habe jetzt überall die Schlitze gefräst,
Und Erich hat mich in Stich gelassen, er ist einfach gefahren. Wahrscheinlich mag er die Arbeit nicht, keine Ahnung. Mir gefällt sie, das ist wichtig. Ich habe mir dazu hier einen Anschlag hergespannt. Wenn ich hier anstehe, bin ich immer auf 8 cm Tiefe, denn hier ist mein Nullpunkt. Wenn ich fräse, ist das der letzte Punkt, was der Fräser erwischt. Von hier bis hier sind es 8 cm und so tief muss mein Zapfen werden. Hier habe ich mir auch eine kleine Haube gebaut. Jetzt kommt der nächste Teil. Hier ist mein Probestück. Das schneide ich mir jetzt ab, um mir den Zapfen zu fräsen. Das stelle ich mir jetzt ein und dann kann ich alle gleich fräsen. Mein Telefon, Leute, das ist sicher Erich. Hallo Erich! Jetzt habe ich alles eingestellt auf Zapfen. Beim Zapfen muss ich zweimal fräsen. Einmal oben und einmal unten und dann sollte es genau zusammenpassen. Ich muss nur noch die Tiefe kontrollieren. Mir ist das nämlich gerade verrutscht, der Anschlag. Jetzt habe ich mir eine zweite Zwinge angesetzt. Das war eigentlich das einzige Problem. Und auf was ich aufpassen muss, einmal ist ein Falz. Da sind die aufrechten Fräser der Rahmentüren breiter. Nur bei einem Türl ist es breiter. Und hier sind dann die Querstreben ja länger um diese Breite. Und diese Zapfen muss ich um diesen, was sie breiter sind, um die Falzstärke mehr fräsen. Und was mir jetzt noch gerade eingefallen ist, was ich vergessen habe leider, ich hätte diese Tiefe hier allgemein weniger fräsen sollen, um diese Stärke, was wir die Nut einfräsen. Dann müssten wir aber alle Zapfen wieder absetzen. Denn wenn ich hier eine Nut durchfräse und bei den Querstückern, also bei den Zapfenstückern auch, sieht man ja hier die Nut. Da müsste ich dann hier weniger fräsen, das weniger tief und den Zapfen dann später absetzen. Jetzt müssen wir eben Einsatz fräsen. Also bei diesen Teilen können wir die Nut ganz durchfräsen und bei den kurzen Teilen muss man Einsatz fräsen. Ist auch nichts dabei, da macht man sich einfach ein Gegenstück, aber das werdet ihr dann sehen, wenn es soweit ist. Ja, ob das jetzt falsch ist oder nicht, das weiß ich nicht. Wir werden jetzt einmal fräsen und schauen, ob die Tiefe passt. Kontrolle, ob wir die 8 haben. Ganz genau. Jetzt noch die andere Seite. Das ist jetzt genau dort ausgerissen, wo man es eigentlich sieht. Bauen wir das zusammen. Hier kommt das hinein, passt ganz genau, perfekt, so soll es sein. Jetzt ist alles gefräst und hier zeige ich euch jetzt, wie das gemeint ist mit den Längen. Also hier ist alles gleich und hier, das ist länger um 8 mm, was der Falz quasi hat auf der einen Seite. Das muss ich jetzt den Zapfen natürlich tiefer fräsen. Um diese 8 mm, weil das Fries auch breiter ist, aber durch den Falz verschwindet es. Aber das sehen wir dann später. Auf jeden Fall muss ich diesen Anschlag hier, muss ich das jetzt einstellen auf diesen Strich. Kann mir das jetzt mit der kleinen Zwinge erst einmal fixieren. Die kleinen Zwingen, die schütteln sich locker bei Vibrationen bei Maschinen. Daher ist es dann immer noch gut, so eine Einhandzwinge. Jetzt kann ich diesen Zapfen fräsen mit mehr Tiefe quasi, aber das Fräsen habt ihr jetzt schon gesehen. Der nächste Schritt nach dem Fräsen ist dann die Nutfräsen, da werden wir Einsatzfräsen. Die Füllungen werden nicht verleimt. Die Füllungen ist ja hier ein ganzes Brett, so wie es früher eigentlich auch war. Denn dieser Rahmen hält ja die Füllung stabil, wie eine Gratfeder bei einem Tisch. Bei einem Rahmen, bei einem Rahmentürl, der Rahmen, der die Füllung, die Platte gerade hält. Ja, ich mache weiter.